Liebe Kinder, verehrte Zuschauer, aus der Reihe Abenteuer heute sehen Sie nun einen Filmbericht von Hans-Jürgen Tögl über den Schweizer Missionar und Gründer der Heli-Mission Ernst Tanner. Das Filmteam begleitete den Missionar, als er einen von Spenden gekauften Hubschrauber der Heli-Mission von der Schweiz nach Afrika überführte. Und es war bei Flugeinsätzen dabei, die Ernst Tanner für die verschiedenen Missionsstationen in Kamerun flog, um die Kranken auch in den entlegensten Dörfern zu versorgen, die ohne diese Hilfe aus der Luft verloren wären. Ich heiße Ernst Tanner. Ich bin 50 Jahre alt und von Beruf Missionar. Nach einem schönen Erlebnis mit Gott, das mein Leben völlig beeinflusste und veränderte, entschloss ich mich zum Theologiestudium. Als junger Missionar interessierte ich mich immer sehr für Afrika. Ich durchquerte Urwälder auf wochenlangen Fußmärschen, wo zuvor noch nie ein Weißer hingekommen war. Besuchte auch viele Missionen in verschiedenen Ländern. Bei den vielen Reiseschwierigkeiten und Strapazen dachte ich oft an die Möglichkeit, einen Hubschrauber für Missionsarbeit einzusetzen. Aufgrund meiner Erfahrungen entschloss ich mich, die Heli-Mission dann zu gründen. Die Stiftung Heli-Mission wird von privaten Gönnern getragen. Wir transportieren Pastoren, Ärzte, Medikamente, Lebensmittel und Baumaterial in verkehrstechnisch unzugängliche Gebiete Afrikas und bauen Landepisten für Flugzeuge. Ich wohne in Trogen in der Schweiz. Alle Fäden der Heli-Mission laufen hier zusammen. Wir sind eine große Familie. Auf meinen Vortragsreisen lernte ich meine Frau kennen, die damals als Lehrerin tätig war. Auch sie zeigte großes Interesse für die Mission. Wir hatten damals jedoch noch nicht das geringste Interesse an der Fliegerei. Als wir aber während des Vietnamkriegs von der Einsatzmöglichkeit des Hubschraubers im Urwald für Kriegszwecke hörten, wunderte ich mich, dass diese Maschinen bisher noch nicht für die guten Zwecke der Mission eingesetzt worden waren. Meine Frau und ich besuchten Steve Stevens, ein Mitgründer der Missionsfluggesellschaft in London. Seiner Meinung nach war der Hubschrauber das geeignetste Transportmittel, aber leider viel zu teuer für die Mission. Ich dachte jedoch, dass für Gott doch nichts zu teuer ist. Eine gebrauchte Maschine kostet rund 300.000 Schweizer Franken und ich wollte diese Summe aufbringen. Sei gegen die Grenze von Tschad und wir flogen dorthin und fanden ihn dann
in einem kleinen Dorf und haben ihn besucht. Er stand also hinter einem Bambusvorhang, der wurde dann hochgezogen und dann stand er da. Mit Filmvorträgen und Privatdarlehen finanzierte ich den ersten Helikopter. Da noch eine große Summe fehlte, nahmen wir ein Darlehen auf unser Haus. Im selben Jahr lernte ich auch fliegen und erwarb den Flugschein als Helipilot. Das alles fiel mir am Anfang sehr schwer, aber mit meinem Ziel vor Augen schaffte ich es doch in relativ kurzer Zeit. Ich fliege von Basel nach... Vorgesehen ist ein dreimonatiger Einsatz in Kamerun in Zentralafrika. Um dahin zu kommen, muss ich zuerst die Alpen überfliegen, was im Winter wettermäßig immer ein Problem ist. Unsere erste Etappe geht bis Olbia, Sardinien. Von Olbia fliegen wir weiter nach Djerba in Tunesien. Dann von In Amenas nach Damanrasset, das bereits in Algerien liegt. Von Damanrasset geht's nach Agadez, dann nach Zinder und hinüber nach Maroua. Das ist bereits in Kamerun und dann nach Yaoundé zur Endstation. In Agadez, da habe ich wahrscheinlich Schwierigkeiten, da kriege ich kein Kerosin und wir müssen noch schauen, wie wir das Problem dort lösen. Jetzt muss ich mit dieser Maschine nach Kamerun, bis nach Yaoundé und ich denke, ich fliege über Genua, Sardinien, Korsika. Auf dem Flugplatz Sitterdorf in der Schweiz traf ich meinen Freund Erich Henseler. Ein ausgezeichneter Pilot. Er interessierte sich sehr für meinen Flug und erklärte sich auch bereit, die Organisation für meine Treibstoffversorgung bei der Überquerung der Wüste zu übernehmen, da der Helikopter nicht Flugbenzin, sondern Kerosin braucht. Er entschloss sich, diese Reise mit einer Flugrallye zu verbinden. Und dazu andere Piloten mit ihren Maschinen einzuladen. Bei der Vielzahl der kommenden Schwierigkeiten war ich doch froh, nicht mehr an dieses Problem denken zu müssen. Kontakt, Bremse. Ich habe eigentlich nicht direkt Angst um meinen Mann. Ich habe einfach Angst. So, man kann nicht direkt sagen, wovor. Und weshalb? Einfach dieses ungute Gefühl, es könnte etwas passieren. Aber jedes Mal, wenn mein Mann weggeht, dann sagt er, ich komme schon wieder zurück. Und er tröstet mich jedes Mal damit. Und er ist auch überzeugt davon, dass er wieder zurückkommt. Und das stärkt mich dann auch immer, auch wenn ich lange nichts höre. Ich habe auch diesmal etwa 10 Tage nichts gehört. Keinen Anruf, auch keinen Brief, keine Nachricht. Und dann ist man ein bisschen unruhig schon und man denkt, was ist wohl geschehen oder warum schreibt er nicht. Aber ich weiß auch, weshalb er manchmal nicht schreibt, wenn er im Urwald ist oder wenn er so streng fliegen muss. Dann hat er keine Zeit, nachher noch zu schreiben am Abend oder ist zu müde dazu. Und dann tröste ich mich damit. Es ist für ihn nicht ein Abenteuer oder etwas, was er macht oder unternimmt. Es ist für ihn jedes Mal ein Losreißen von zu Hause. Er ist so gerne zu Hause und er liebt sein Zuhause hier. Ich weiß das. Er liebt uns, die Kinder. Er hat auch sehr oft Heimweh. Und es ist jedes Mal ein Sprung ins Wasser, wenn er wieder fortgeht. Am 5. Januar ist es soweit. Ich starte mit meinem Hubschrauber, den ich für den 7500 Kilometer weiten Flug nach Kamerun besonders ausgerüstet habe. Schon kurz hinter Trogen wurde das Wetter so schlecht, dass ich meinen vorgesehenen Kurs ändern musste, da mir tiefhängende Wolken den Weg versperrten. Ich flog so weit wie möglich den Autobahnen nach, um mich auf dem Flug nach Genf zu orientieren. Manchmal stieg ich auch über die Wolken,
konnte jedoch nicht oben bleiben, weil meine Maschine nicht für Instrumentenflug ausgerüstet ist. In Südkorsika verschlechterte sich dann das Wetter. Der Regen nahm zu und der Gegenwind wurde immer stärker, sodass ich meine vorgesehene Ankunftszeit in Olbia vor Nachteinbruch nicht einhalten konnte. Zudem funktionierte die Radionavigation des Flugplatzes nicht und der Sprecher der Flugleitung verstand praktisch gar kein Englisch. Ich sagte ihm, dass ich wegen Einbruch der Dunkelheit sofort eine Notlandung vornehmen müsste. Es gab an dieser ganzen felsigen Küste nur einen einzig möglichen Landeplatz, den ich mir auf dem Hinflug gemerkt hatte. Und den musste ich nun im Dunkeln mit meinen Scheinwerfern wiederfinden. Da mir dies jedoch nicht gelang, suchte ich weiter und entdeckte eine Hotelterrasse, die mir groß genug schien, um darauf landen zu können. Wie sich hinterher herausstellte, landete ich 1,50 Meter neben dem Dach eines darunterliegenden Supermarktes, das dem Druck eines 1,5 Tonnen schweren Hubschraubers niemals standgehalten hätte. Meine Funkverbindung mit den anderen Flugzeugen und Herrn Henseler war nun völlig abgebrochen. Herr Tanner kam mit dem Heli von Nizza nach Richtung Ajaccio und wir von Marseille nach Ajaccio. Und wir haben uns also am Funk dann getroffen und er ist allem Anschein nach in Ajaccio gelandet und wir in Olbia. Und heute Morgen beim Abflug in Olbia ist der Heli also am Funk dann erschienen und die Quebec Whisky auch. Quebec Whisky hat gelandet in Olbia, aber den Heli, das wissen wir eigentlich nicht. Das weiß man nicht. Der hat nicht am Funk durchgegeben, ob er landet oder nicht. Von Olbia ging es dann weiter nach Djerba und von dort durch die Wüste über In Amenas in Algerien nach Damanrasset. Die Entfernung beträgt 1200 Kilometer. Leider war es mir bisher nicht möglich, den Kameramann Gernot Köhler vorzustellen. Er ist nicht nur ein guter Navigator, sondern auch ein toller Reisebegleiter, der mich unterwegs gut verpflegt. Keiner der Flughäfen in der Wüste verfügt über ein Restaurant. Diese Strecke ist die gefährlichste, weil es keine Orientierungspunkte gibt. Es sind auch keine Straßen vorhanden, über die im Notfall Hilfe zu erwarten wäre. Die Steuerung des Hubschraubers ist viel schwieriger als beim Flugzeug. Die Flugrichtung wird mit diesem Hebel in der rechten Hand, Stick genannt, bestimmt, sowie der Steig- und der Sinkflug. Mit dem Pitch in der linken Hand steigt oder sinkt der Hubschrauber in senkrechter Richtung und damit wird zugleich auch die Leistung des Motors erhöht. Mit den Füßen verstellt man den Anstellwinkel des Heckrotors, womit der Hubschrauber nach beiden Seiten um die eigene Achse drehen kann. Durch die schwierige Steuerung ist es sehr mühsam, den Hubschrauber während längerer Zeit auf einem bestimmten Kurs zu halten. Man muss sich dabei dauernd auf den Kompass und die vielen anderen Instrumente konzentrieren. Wenn ich mich in Gedanken verliere und ich schaue nach kurzer Zeit auf meinen Kompass, dann bin ich mit jeder Garantie von meinem Kurs abgekommen. Wenn ich ein paar Mal von meinem Kurs abweiche um 10 oder 20 Grad, habe ich überhaupt keine Standortbestimmung mehr. Denn es gibt keine Eisenbahn, keine Straßen, keine Flüsse, keine Häuser. Es gibt nichts, woran ich mich orientieren kann. Wenn mir ein solcher Fehler unterlaufen würde, dann wäre ich in der Wüste absolut verloren. Deshalb sind die Flüge auf diesen weiten Strecken eine ungeheure Anstrengung und Konzentration. Nach 3 anstrengenden Tagen überfliege ich das Hoggar-Gebirge kurz vor Damanrasset im Herzen der Sahara.
Hier hoffe ich noch einige Rallye-Teilnehmer zu treffen, damit ich die Treibstoffversorgung mit ihnen organisieren kann. Herzlich willkommen, das finde ich ungeheuer. Ihr lebt noch. Das ist verbieten, die Fotos für die Tour. Man hat diese Instruktionen prendre. Es ist verboten, hier zu fotografieren und zu filmen, hat er mir eben gesagt. Okay. Aber er hat es mit einem Lächeln gesagt. Er ist ein Freund von mir und ich glaube, dass die Kamera trotzdem noch zwei, drei Bilder schießen kann, bevor wir weitergehen. Es ist nun aber ein Problem. Ich bin eigentlich im falschen Rhythmus der Etappe. Ja. Wir hätten gestern hierher kommen sollen und in der Frühe hier starten. Ja. Wir brauchen sehr viel Treibstoff und ich bin eigentlich überladen und muss mit fast Übergewicht muss ich von hier weg. Ja. Etwas Übergewicht. Und wir sind sehr hoch und ja, mit jeder Minute wird es wärmer. Ja. Und die Leistung geht weg. Ja. Wir müssen also so schnell wie möglich von hier wegkommen. Ich kriege in Agadez keinen Treibstoff. Ja. Wir haben aber auf dieser Etappe unwahrscheinlich viel Treibstoff gebraucht. Und ich habe ein bisschen Bedenken, dass wir überhaupt nichts übrig haben. Und wir müssen in Agadez unbedingt Treibstoff bekommen. Ab Tamanrasset kann ich wieder der Straße nachfliegen, was für mich eine große Erleichterung bedeutet. Dazu werde ich auf dieser Strecke von einer der Rallye-Maschinen begleitet. Ab jetzt macht mir die große Hitze von 40 bis 50 Grad in der Kabine zu schaffen. Die Sonne brennt erbarmungslos durch das Plexiglas. Ich erreiche ohne Schwierigkeiten die schöne Wüstenstadt Agadez im Lande Niger. Das wäre alles für Sie, auf Wiederhören! Der von Herrn Henseler hier deponierte Treibstoff reicht bis Zinder, obwohl nicht alle Kanister hier abgegeben worden sind. Damit ist der schwierigste Punkt der Treibstoffversorgung endlich überwunden. Laut Fluginformation sollte in Zinder Kerosin vorhanden sein. Zu meinem großen Schrecken muss ich jedoch erfahren, dass es hier nur ein Fass gibt und das ist 5 Jahre alt. Das Kerosin darf jedoch nicht länger als 1 Jahr gelagert werden. Nach Überprüfung meines Treibstoffstandes stelle ich fest, dass er noch bis Kano in Nigeria, dem nächstliegenden Flughafen, reichen kann. Weder Gernot noch ich haben das nötige Visum und Landegenehmigung für Kano. Trotzdem sind wir gezwungen, den Flughafen anzufliegen. Dazu muss ich während des Fluges per Funk um Landeerlaubnis aus technischen Gründen bitten. Die Landung wurde uns ohne weiteres genehmigt. Da das Filmen auf den nigerianischen Flugplätzen streng verboten ist, mussten wir ohne Aufnahmen von Kano nach Wasa weiterfliegen. 2 Rallye-Maschinen hatten technische Schwierigkeiten und baten mich über Funk mit Radio Berna in der Schweiz zu sprechen, da nur mein Helikopter mit einem Kurzwellenradio ausgerüstet ist. Um diese Verbindung herzustellen, bin ich jedoch gezwungen, bis fast 5000 Meter zu steigen. Die Verbindung ist sehr schlecht. Ich brauche über eine Stunde, um alle technischen Daten durchzugeben und kann mich deshalb nicht mehr genügend auf den Kurs konzentrieren.
Die Dämmerung ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass ich, ohne zu wissen, wo wir uns befinden, zu einer Notlandung ansetzen muss. Ich weiß nicht genau, wo wir gelandet sind. Gernot hat einen Schlafsack und übernachtet vor dem Hubschrauber. Leider verstehen wir ihre Sprache nicht und sie sprechen weder Englisch noch Französisch. Weil ich unsere Position nicht genau kenne, nehme ich zur Orientierung Kurs auf den Tschadsee, in dessen Nähe wir uns befinden müssen. Bei einer Länge von 300 Kilometern und Breite von 100 Kilometern ist er nicht zu übersehen. Am Ufer des Tschadsees nehmen wir Kurs auf Wasser. Das Mandara-Gebirge liegt an der Grenze zwischen Nigeria und Kamerun. Wir landen zuerst in Wasa und hoffen, dort unsere Rallye-Freunde wiederzutreffen. Nach 7 Tagen sind wir endlich in Kamerun gelandet und ich genieße wieder einmal ein richtiges Frühstück. Gleich danach starte ich in Richtung Gaundere, um dort mit Missionar Björn Hue zu sprechen. Er ist Leiter aller norwegischen Missionsstationen in Kamerun. Thank you.
Ich freue mich sehr, meine Missionskollegen in Gaundere wiederzusehen. Von hier aus organisiert Björn Bue meine Einsätze für die verschiedenen Missionen. Why not drop them in this? How far is it from Kosamunde? Kosamunde must be one of these villages over here. Yeah, this is one of the villages. Yes. In the... Da ich nun das Ziel erreicht habe, kann ich den Reserventank ausbauen, der es mir möglich machte, die Wüste zu überfliegen. In der Trockenzeit entwickeln sich manchmal verheerende Buschbrände, denen Tiere, Häuser und gelegentlich sogar Menschen zum Opfer fallen. Nun fliegen wir weiter zur Hauptstadt Yaoundé. Für die 7500 Kilometer von Trogen bis hier brauchte ich 40 Stunden reine Flugzeit. Die Mission stellt mir ein Auto zur Verfügung. Durch die Schweizer Botschaft habe ich per Fernschreiber Verbindung mit zu Hause. Weil die Mission mir ihren Wagen geliehen hat, hole ich dafür ihre Pakete von der Post. Es sind Buchspenden aus Europa. Hier hat mir die Mission für die Dauer meines Aufenthaltes ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Soeben haben wir unsere Ersatzteile und Werkzeuge vom Flugplatz geholt und bringen sie in unser Lager. Das war heute ein Feiertag und Ruhetag. Zuerst haben wir die Bücher geholt, auf der Mission, auf dem Bahnhof, durch den Zoll. Dann, was haben wir nachher noch gemacht? Dann haben wir unser Gepäck durch den Zoll gekriegt. Das haben wir ja Viertelstunde ist das durchgegangen. Braucht uns manchmal Tage sonst. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Und auf der Botschaft waren wir auch. Jetzt muss ich dann noch die Telex schicken nach Äthiopien, muss noch telefonieren an zwei Orten. Naja, das ist ein schöner Ruhetag für uns nach der langen Reise. He? Aber das macht ja nichts. Wichtig ist, wir haben das Zeug durch den Zoll gekriegt. Das ist wirklich ein Wunder, dass das so gut gegangen ist. Um am nächsten Tag zu meinem ersten Einsatz zu Schwester Marga im Esimbe-Gebiet starten zu können, benötige ich eine Rallye-Maschine, die mir den Treibstoff nach Bali bringt, um von dort aus Schwester Marga und die Esimbis anzufliegen. Auch hier bin ich dankbar für die Hilfe von Herrn Henseler, der mir sogleich eine Maschine zur Verfügung stellt. Die Rallye-Teilnehmer sind im besten Hotel von Kamerun, dem Momphebe Palace, einquartiert. Als ich mit meinem Döschwo vorfahre, klopft mir der Portier aufs Dach und brüllt mich an, ich soll mit meiner Kiste verschwinden. Am nächsten Morgen startet die Rallye-Maschine und wir nach Bali. Herr Henseler fliegt mit mir und ich stelle für ihn eine Verbindung mit Radio Berna her.
um bessere Verbindung über die weite Distanz in die Schweiz zu erhalten, steige ich hoch über die Wolken, wodurch wir natürlich wieder einmal die Orientierung verlieren und ich sehe mich gezwungen, irgendwo zu landen, um mich zu erkundigen. Es gibt allein in Nordkamerun über 16 verschiedene Sprachen. Wir versuchen es bei einer Schule und erfahren hier, dass wir wohl auf dem richtigen Kurs sind, aber noch 50 Meilen bis Bali zu fliegen haben. Vor dem Weiterflug zu Schwester Marga müssen wir noch 125 Liter nachtanken. Wir haben keine Detailkarten von diesem Gebiet und müssen deshalb in Sichtweite nebeneinander fliegen. Ich kenne diese Strecke sehr gut, denn ich flog vor 3 Jahren das Baumaterial für das Krankenhaus zu Schwester Marga. Nach einem Flug von 20 Minuten landen wir auf der Piste von Balin bei Schwester Marga. Hensler misst die Pistenlänge, um zu sehen, ob die zweimotorige Maschine hier überhaupt landen kann. Das Flugzeug, aber nachher müsste man hinten ins Tal hinunterstechen. Er ist mit mir über Sprechfunk verbunden und ich gebe seine Instruktionen an das Flugzeug weiter. Verstehe mich nicht mehr. Wegen der kurzen Piste ist eine Landung zu riskant und die Maschine fliegt deshalb mit unserem Treibstoff wieder zurück. Nein, nein, der soll mit dir wieder zurückfliegen. Hierher gibt es keine Straßenverbindung. Zu Fuß braucht man vom letzten Dorf 3 Tage. Mit dem Helikopter knapp 10 Minuten. Es ist für einen solchen Marsch auch schwer, Träger zu bekommen, da der Weg durch das Gebiet der kriegerischen Essimbis führt. Ich freue mich, Schwester Marga und die Station nach 3-jähriger Abwesenheit wiederzusehen. Schwester Marga arbeitet schon seit 16 Jahren in Kamerun und kam vor 9 Jahren mit 85 Trägern hierher. Sie wohnte 6 Jahre in einer Lehmhütte im Dorf, bis sie hier das Baumaterial für ihr Haus und das Krankenhaus einfliegen konnte. Hier betreut sie täglich 80 bis 100 Patienten und fast jede Nacht wird sie zu Entbindungen gerufen. Sie ist die einzige medizinische Hilfe im Umkreis von mehreren hundert Kilometern. Schwester Marga leidet seit Jahren an chronischer Malaria und findet keine Zeit, sich in Europa behandeln zu lassen. Das würde sie zu lange oder vielleicht sogar für immer von ihrer Arbeit fernhalten. Was machen wir heute Nacht?
Sie hat 7 Kinder adoptiert, die sie neben ihrer großen Aufgabe noch betreut. Es sind Waisenkinder aus verschiedenen Stämmen. Sie kommen aus den schlimmsten Verhältnissen. Dieses hier nannte man Teufelskind. Es war 6 Jahre in einer zugemauerten Hütte eingeschlossen und wurde durch ein Loch mit Abfällen gefüttert. Um es am Leben zu erhalten, musste sein ganzes Blut ausgewechselt werden und erst seit 4 Wochen kann es aufrecht gehen. Es kann sich nur mit tierischen Lauten bemerkbar machen. In dieser Hütte werden die Gottesdienste abgehalten. Briefe und Ansichtskarten aus Europa sind kostbar, denn die Post braucht manchmal bis hierher ein ganzes Jahr. Wir besprechen meinen ersten Einsatz zu den Esimbis, bei dem es sich um Krankentransporte handelt. Dazu brauchen wir die Karte von Schwester Marga, welche sie auf ihren Märschen durch dieses Gebiet angefertigt hat. Es gibt sonst keine Detailkarten von diesem Gebiet. Benakuma. Unser einziger Landeplatz ist während den 3 Jahren von hohem Gras überwachsen, das wir vor der Landung beseitigen müssen, damit der empfindliche Heckrotor damit nicht in Berührung kommt. Für die weiteren Landungen ist es nötig, den Landeplatz ganz frei zu legen. Das Dorf liegt auf dem nächsten Hügel. Wir erreichen es in 1,5 Stunden. Der Häuptling empfängt uns in seiner Hütte und wir überreichen ihm unsere Geschenke. Viele kranke Kinder werden gebracht und ich muss entscheiden, welche von ihnen zuerst ins Krankenhaus gebracht werden müssen. You bring 5 chicken. You,
Liebevoll kümmert sich Schwester Marga sogleich um die Kleinen. Die Untersuchung ergibt, dass der rote Blutfarbstoff bei einem der Kinder bis auf 20% abgesunken ist. Nach der Behandlung bringen wir die Kinder zum Dorf zurück. Hier wartet schon eine ganze Schar von Patienten, die ins Krankenhaus geflogen werden möchten. Ja.